Ja, herzlich willkommen. Wir wollen heute ein Buch vorstellen von Tomasz Radziel. Ein bisschen Leben vor diesem Sterben mit 13 in Auschwitz. Es ist dieses Buch und wir wollen heute seine Geschichte vorstellen, seine Übersetzungsgeschichte vorstellen und vor allem auch aus diesem Buch lesen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Hubert Leitko, der diese Übersetzung vorgenommen hat und der uns gleich auch die Hintergründe der Entstehung des Buches und auch der Übersetzung schildern wird. Und darauf wird immer dann versetzt auch Hanna Petkow Passagen aus dem Buch lesen. Ich stelle kurz unsere beiden Gäste vor. Hanna Petkow ist Schauspielerin, sie ist Dozentin jetzt auch für Schauspiel. Sie hat an der Hochschule für Schauspiel und Musik in Leipzig gelernt. Sie hat eine Reihe von Engagements an Theatern gehabt, insbesondere am Gripstheater, aber auch in Stendal, in Cottbus, in Gera und an anderen Bühnen. Zuletzt sehr viel unterwegs mit Ab heute heißt du Sarah und darüber hinaus auch eine Reihe von Fernsehrollen in bekannten Serien wie Tatort, Polizeiruf und In aller Freundschaft. Herzlich willkommen. Professor Dr. Hubert Leitko hat eigentlich etwas ganz anderes gemacht als das, was wir hier vorstellen. Er ist Wissenschaftshistoriker. Er war Mitarbeiter und Gruppenleiter, Bereichsleiter Wissenschaftsgeschichte am Institut für Theorie, Geschichte und Organisation der Wissenschaft der Akademie der DDR. Er war später unter anderem Lehrbeauftragter für die Geschichte der Naturwissenschaften an der BTU Cottbus. Und er hat auch viel mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung gemacht, in und um das Kollegium Wissenschaft und ist auch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg aktiv. Ganz herzlich willkommen, Hubert Leitko. Das Buch, was wir jetzt vorstellen, ist 2021 im Arco Verlag erschienen, in deutscher Übersetzung. Und Hubert Leitko wird uns gleich auch schildern, dass leider der Autor Tomasz Radziel nicht mehr die Möglichkeit hatte, die deutsche Fassung vorstellen zu können. Aber darauf gehen wir im Folgenden ein. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung zustande gekommen ist. Sie ist Teil einer Reihe von Begleitveranstaltungen, die wir für unseren Gesprächskreis Antisemitismus, jüdisch-linke Geschichte und Gegenwart machen. Es ist die fünfte in diesem Jahr. Die erste war mit Lutz Fiedler zu Franz Fanon, Jean-Marie liest Franz Fanon. Die zweite war Mario Kessler, Sozialisten gegen Antisemitismus. Die dritte war eine Diskussion von Angelika Timm mit Moshe Zimmermann zu den Protesten in Israel gegen die sogenannte Justizreform im Sommer. Und die vierte war im September mit Thomas Hauri und Peter Ulrich zu dem Buch Antisemitismus gegen Israel. Und die heutige fünfte Veranstaltung rundet damit unser Programm in diesem Jahr ab. Herzlich willkommen und ich übergebe jetzt an Hubert Leitko. Das Buch, von dem hier die Rede ist, handelt, wie viele andere Bücher auch, vom größten und grausamsten aller Menschheitsverbrechen, dem Holocaust. Es beleuchtet dieses weltgeschichtliche Unheil aus einer besonderen individuellen Perspektive, der Erlebniswelt eines jüdischen Jungen, der als 13- bis 14-Jähriger durch die Hölle von Auschwitz gegangen ist und sie überlebt hat. Dank einem raren Zusammentreffen von Zufall, Geschick, Wachsamkeit und erwiesener Solidarität. Die Verbindung der beiden polaren Perspektiven, der geschichtswissenschaftlichen Charakteristik des Gesamtphänomens und des unwiederholbaren einmaligen Erlebens eines Betroffenen, ist unerlässlich, um sich dem Begreifen des Unbegreiflichen wenigstens in kleinen Schritten zu nähern. Das Geschenk, das der Prager Neurowissenschaftler Tomasz Radziel mit seinem Erlebnisbericht den Nachgeborenen übereignet hat, ist beides zugleich.
emotional tief berührend und rational durchdrungen, in seinem Erkenntniswert kaum zu überschätzen. Seit jenem frostigen Wintertag des letzten Weltkriegsjahres 1945, als der nunmehr 14-jährige Tomasz das endlich geöffnete Lagertor durchschritt und sich über die verschneite Landstraße auf den Weg nach Krakau machte, mussten rund 60 Jahre vergehen, bis er sich gerüstet sah, die Erinnerungen an das schreckliche Finale seiner Kindheit in die lesbare Form eines in sich geschlossenen Reports zu gießen. Dazwischen lag ein reiches Gelehrtenleben, das Radil als Forscher an der tschechoslowakischen, später tschechischen Akademie der Wissenschaften und als Hochschullehrer an der Karls-Universität in Prag verbrachte und das ihn immer wieder zu Tagungen, Forschungsaufenthalten und Gastprofessuren in Wissenschaftszentren der ganzen Welt führte. Das Fazit 60-jährigen Nachdenkens ist unverkennbar in seinen Auschwitz-Report eingeflossen. Meist im Hintergrund der Erzählung verborgen, hin und wieder aber auch explizit an- und ausgesprochen. Es ist wohl dieser lebenslange Reflexionsprozess, der das aus ihm hervorgegangene Erinnerungsbuch zu etwas Außerordentlichem macht und ihm auch im Korpus der überlebenden Literatur des Holocaust eine Sonderstellung zuweist. Das ist nicht allein mein persönlicher Eindruck. Yehuda Bauer, der langjährige wissenschaftliche Direktor der berühmten Holocaust-Gedenk- und Forschungsstätte Yad Vashem in Jerusalem, nennt das Buch ganz außergewöhnlich und einzigartig. Radil hatte selbst Yad Vashem besucht und stand mit Bauer in Verbindung. Eine englische Übersetzung seines Buches wurde in dieser Institution angefertigt. Als im August 2021 die traurige Nachricht von Radils Tod um die Welt ging, veröffentlichte die Schriftstellerin und Soziologin Alena Wagnerowa in der Neuen Zürcher Zeitung eine Besprechung des Buches. Darin berichtete sie, Freunde hätten ihr unter dem Eindruck der Todesnachricht gesagt, wenn es ein Weltkulturerbe des Gedächtnisses gäbe, würde dieses Buch dazugehören. Radil war sich auch gegen Ende seines Lebens nicht sicher, ob alle die enormen Bemühungen aus der jüngsten Geschichte zu lernen, Bemühungen, an denen er mit ganzer Kraft teilnahm, ausreichen würden, um eine Wiederholung des Holocaust für alle Zukunft zuverlässig auszuschließen. Als 2014 das Prager Internetportal Pamjet Naroda, Gedächtnis des Volkes oder der Nation, mit ihm ein Interview führte, äußerte er sich kritisch zum verbreiteten Topos von der Einmaligkeit und Einzigartigkeit der Shoah. Zur Unwiederholbarkeit von Genoziden, wie es der Holocaust war, muss ich auf der Grundlage eigener Erfahrungen und auch auf der Grundlage dessen, was in der Welt geschieht, leider eine skeptische Haltung einnehmen. 2021, in seinem letzten Sommer, den er zusammen mit seinen nächsten Angehörigen im gemeinsamen Ferienhaus der Familie verbrachte, bekannte er unter dem Eindruck des Weltgeschehens, das er bis zuletzt aufmerksam verfolgte, die Dämonen von Auschwitz würden ihn in seinen Träumen nun wieder öfter und heftiger heimsuchen und es sei für ihn nun wohl an der Zeit zu gehen. Einige Jahre früher hatte er sein Urteil mit aller Entschiedenheit formuliert. Holocaust se muzhe opakovat, jinim spusobem na jinem mistje. Der Holocaust kann sich wiederholen, auf andere Art, an einem anderen Ort. Vor dem Hintergrund des Massakers, des Terrorkommandos der Hamas am 7. Oktober 2023, reichlich 2 Jahre nach Radils Tod unter israelischen Zivilisten anrichteten, der israelischen Vergeltungsaktionen und des widersprüchlichen Echos, dass diese Ereignisse weltweit ausgelöst haben, werden Radils mahnende Worte zu einer düsteren Prognose. Dieses Massaker ließ, wie es die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz ausdrückte, das Gespenst des mörderischen Antisemitismus wieder auferstehen.
der sich zudem blitzschnell internationalisierte. Eine Wiederauferstehung natürlich nicht als detailgetreue Kopie, wohl aber in Absicht und Vorgehensweise. Thomas Radials Auschwitz-Erinnerungen, die von jenem mörderischen Antisemitismus in seiner bisher entsetzlichsten Vollendung Zeugnis ablegen, sind damit weitaus mehr als nur ein interessantes und bewegendes historisches Dokument. Sie sind ein Buch zur Stunde, so aktuell, als wären sie ausdrücklich mit dem Ziel geschrieben worden, hier und heute ihre Wirkung zu tun und in die existenziellen Auseinandersetzungen unserer Gegenwart einzugreifen. Wenden wir uns nun näher Thomas Radials Bericht zu. Drei Leseproben sollen seine Sicht des Gegenstandes und seine Schreibweise veranschaulichen. Diese Proben können nicht mehr sein als kleine Ausschnitte aus einem umfangreichen, an Geschehnissen wie Reflexionen überaus reichen Text. Vor das Problem einer möglichst aussagekräftigen Auswahl gestellt, habe ich mich für eine längere Passage entschieden, die die Deportation der Juden aus Radials Heimatstadt in das Vernichtungslager Birkenau schildert, in der die ganze Dramatik des jähen Übergangs von einer bedrohten, aber noch in Resten vorhandenen Normalität in die Lagerrealität mit ihrer zum Alltag gewordenen Unmenschlichkeit in grellen Farben nachvollziehbar wird. Ergänzt wird dieser Ausschnitt durch zwei kürzere Stücke, die die Funktionsweise des Lagers und ihre Wirkung auf die jugendlichen Häftlinge verdeutlichen. Das erste, das tägliche Vegetieren, das zweite, den Mechanismus der Menschenvernichtung. Den Schilderungen aus Radials Feder sei aber noch eine Skizze der Szenerie vorangestellt, in der die ungefähr ein Jahr überspannende Erzählung beginnt und auch endet. Wer einstmals mit einer der alten Zugverbindungen, dem Bald-Orient-Express oder dem Hungaria von Berlin nach Budapest fuhr, wird vielleicht ein faszinierendes Landschaftsbild dieser Reise im Gedächtnis behalten haben. Während der Zug links der Donau die slowakische Grenzstation passiert, grüßt vom rechten Ufer die alte ungarische Königsstadt Esztergom mit einer Fülle historischer Bauten, aus der die auf dem Burgberg gelegene Basilika, der Sitz des Primas von Ungarn, wie ein Kronjuwel herausragt. Die Donau, von Bratislava herkommend, vollzieht ein Stück weiter flussabwärts bei Visegrad eine scharfe 90-Grad-Biegung, das legendäre Donauknie, und fließt von dort aus nach Budapest und weiter rund 500 Kilometer nach Süden. Die kleine ungarische Stadt, die den Grenzbahnhof zur Slowakei beherbergte und in der Tomasz aufwuchs, hieß damals Parkan. Ein Name, den man heute nur noch auf historischen Karten findet. Nach Kriegsende, als auch in jenem Teil Europas die Grenzen revidiert wurden und der südslowakische Landstreifen, in dem Parkan lag, zur Tschechoslowakei kam, wurde die Stadt in Sturovo umbenannt. Zu dieser hatte es schon früher gehört, zur Tschechoslowakei also, der zwischen Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien 1938 verabredete erste Wiener Schiedsspruch übertrug das Gebiet an Ungarn. Auch Tomasz führte als Kind einen anderen Namen. Er wuchs als Tomasz Weiß auf. Den Namen Radil übernahm er viel später, als er seine Fachkollegin Irschina Radilova heiratete. Es sei hier ausdrücklich vermerkt, dass es zu jener Zeit zwar juristisch möglich, aber noch sehr ungewöhnlich war, wenn ein Paar bei der Eheschließung als gemeinsamen Namen den Mädchennamen der Ehefrau wählte. Ich sehe in dieser Wahl ein Symbol der tiefen Dankbarkeit, die Radil unverbrüchlich für eine außergewöhnliche Frau empfand, die Liebe seines Lebens, mit der er nicht nur jahrzehntelang gemeinsam und hochproduktiv forschte und zugleich vier Töchter großziehen durfte, die sich sämtlich zu erstklassigen Vertreterinnen ihrer Fachgebiete entwickelten, sondern die ihm auch feinfühlig und selbstlos die schwere Last tragen half, die Auschwitz ein Leben lang für ihn bedeutete.
Tomasz war der einzige Sohn einer jüdischen Familie mit einem überschaubaren Kreis naher Angehöriger, die einander eng und herzlich verbunden waren. Sie alle respektierten die Traditionen und Rituale des Judentums, aber die Bindung an die jüdische Religion nahm in der Folge der Generationen ab. Mutter Margit, Manschi genannt, folgte eher einer sehr allgemeinen Gottesidee als den Leitsätzen der Tora. Und bei Vater Arnoszt, der aufgrund einer antijüdischen Maßnahme seine Stellung als Verwalter eines landwirtschaftlichen Gutes in der Nähe von Parkan verloren hatte, waren die religiösen Bindungen wohl noch lockerer. Eher können wir uns die Eltern der Mutter als fromme Juden vorstellen. Großvater Marek und dessen Frau, die eine wegen ihrer hohen Qualität, der hohen Qualität ihrer Räucherwaren berühmte Fleischerei innehatten und gemeinsam führten. Beide kraftvolle, unentwegt tätige Naturen, die zugleich die unbestrittenen Respektspersonen des Familienverbandes darstellten. Der Großvater berichtete gern aus seiner Zeit als Feldwebel in einem Elite-Husarenregiment während des Ersten Weltkrieges. Dort hatte er das Kommandieren gelernt und er kannte überhaupt, wie Radil schreibt, mit magyarischer Großspurigkeit reden. Erst kurz vorher war er zum Vorsteher der jüdischen Gemeinde von Parkan gewählt worden. Im Haushalt lebte auch noch Mutters Schwägerin Magda mit ihrem halbjährigen Söhnchen Solli. Ihr Mann, Manschis jüngerer Bruder, war wie die anderen jungen Männer der Familie für die an der Seite der deutschen Wehrmacht kämpfende ungarische Armee zum Ausheben von Schützengräben und sonstigen Zwangsarbeiten an der Ostfront eingesetzt. Zu Hause sprach man Slowakisch und Ungarisch. Auch des Deutschen war man in umgangssprachlicher Perfektion mächtig. In diesem Teil Europas, der zur Konkursmasse des habsburgischen Vielvölkerstaates gehörte, lebte noch etwas von der toleranten Kultur einer ethnisch gemischten, polyglotten Bevölkerung fort, obwohl spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts Tendenzen zu einer ethnischen Homogenisierung, vor allem in Gestalt des ungarischen, aber auch des slowakischen Nationalismus, mit wachsendem Erfolg daran arbeiteten, die Atmosphäre multikultureller Toleranz zu zersetzen. Von dieser Toleranz war auch Tomasz Elternhaus geprägt, aber man machte sich dort wenig Illusionen über den giftigen, nur mit Mühe gezügelten Antisemitismus, der unter der ungarischen Mehrheitsbevölkerung grassierte. Bei Radil habe ich keine Textstelle gefunden, die man im Sinne einer strikten ethnischen oder nationalen Zuschreibung deuten könnte. Etwa in dem Sinne, dass er sich als Slowake und nur als Slowake identifiziert hätte. In einem Klima, in dem unter dem Einfluss jüdischer Traditionen das Allgemeinmenschliche einen hohen Stellenwert hatte, wird man auf solche Zuordnungen keinen übertriebenen Wert gelegt haben. Auch der mit seiner beruflichen Laufbahn verbundene Übergang in das tschechische Milieu der Metropole Prag scheint Radil später keine größeren Schwierigkeiten bereitet zu haben. Im Rückblick auf sein ganzes weiteres Leben würde ich nicht zögern, den gelehrten Radil einen Weltbürger zu nennen. Im Frühjahr 1944, das ist die Zeit, von der wir reden, radelte an jedem Morgen der 13-jährige Gymnasiast Tomasz, in der Familie und unter Freunden kurz Tom genannt, von Parkan über die gut 500 Meter lange Maria-Valeria-Brücke hinüber nach Esztergom zur Schule. Bis dahin hatte er auch als Jude noch das ungarische Gymnasium besuchen können. Von der Brücke aus eröffnete sich dem Blick der Passanten die historische Silhouette von Esztergom in ihrer ganzen Pracht. Sie prägte sich dem 13-jährigen Schüler tief ein, so sehr, dass sie ihm sein ganzes weiteres Leben lang zum Symbol für Kindheit, Heimat und Geborgenheit wurde. Gerade in Momenten tiefster Verzweiflung in Auschwitz stieg ihm das vertraute Bild vor seinem inneren Auge auf und gab ihm einen Rest von Halt. Nur wenige Monate später
stand Thomas täglich ein anderes, nicht minder markantes Panorama vor Augen. 4 wuchtige Krematorien mit zugehörigen Gaskammern, sämtlich Erzeugnisse deutscher Wertarbeit, mit denen das Erfurter Familienunternehmen Topf und Söhne das narzisstische Vernichtungslager Birkenau ausgestattet hatte. Aus dem unbeschwerten Gymnasiasten, der seinen harmlosen Schüleralltag lebte, war in kürzester Zeit ein totgeweihter Häftling in Auschwitz-Birkenau geworden. Einem der grausamsten unter den zahlreichen Konzentrationslagern, die das Naziregime über halb Europa verstreut errichten ließ. Das Regime unterschied Arbeitslager, dessen Insassen durch gnadenlose Zwangsarbeit unter unwürdigen Bedingungen allmählich zum Tode gebracht werden sollten, Verschrottung durch Arbeit und Vernichtungslager, deren Funktion die direkte Liquidierung der größtenteils jüdischen Deportierten war und in denen die Verwendung kleinerer Häftlingskontingente zu Arbeitszwecken nur eine untergeordnete Rolle spielte. Auschwitz-Birkenau mit graduellen Unterschieden zum Stammlager Auschwitz I war ein solches Vernichtungslager, dem in der Strategie Nazi-Deutschlands zur Endlösung der Judenfrage durch physische Vernichtung der deutschen und europäischen Juden eine zentrale Funktion zugedacht war. Vom Höllensturz eines 13-Jährigen in das Inferno von Birkenau und davon, wie er es gegen jegliches Erwarten überlebte und überwand, handelt das hier vorzustellende Buch. Es war eine scharf markierte Zäsur, die mit der Unbarmherzigkeit eines Skalpells das Leben des jungen Thomas in 2 nicht miteinander zu vergleichende Teile zerschnitt. Am 19. März 1944 hörte er im Haus draußen ein ungewöhnlich starkes Brummen und lief hinaus auf die Straße, um zu sehen, was los war. Uns überflogen in regelmäßiger Formation und geringer Höhe große Flugzeuge in Richtung Budapest. Jemand mit Fernglas in meiner Nähe sagte, das seien deutsche Flugzeuge. Abends wussten wir mit Bestimmtheit, dass die Deutschen dabei waren, uns zu besetzen. Allen, auch mir, war klar, jetzt beginnt ein anderes Kapitel unseres Lebens. Was die Bewohner von Parkan am Himmel über ihrer Stadt beobachtet hatten, war der Start des Unternehmens Margarete, in der die deutsche Wehrmacht schlagartig das gesamte Staatsgebiet ihres Bündnispartners Ungarn besetzte. Damit setzte das Naziregime den als Reichsverweser in Wahrnehmung der Rolle des nicht vorhandenen Königs fungierenden Miklas Horthy unter Druck und zwang ihn zum Gehorsam, beließ ihn aber auch aus außenpolitischen Gründen im Amt. In der hier in Rede stehenden deutschen Ausgabe des Buches beginnt die Erzählung mit jenem schicksalhaften 19. März. Die ursprüngliche tschechische Ausgabe ist etwas umfangreicher und enthält davor noch einen längeren Textkorpus, der Thomas' familiäre Verhältnisse und das jüdische Leben in Parkan aus der Sicht kindlichen Erlebens näher schildert. Im Vorfrühling waren die Messen für die nationalsozialistischen Weltherrschaftspläne längst gesungen. Während der Krieg noch mit aller Härte und unzähligen Opfern weitergeführt wurde, war sein Ausgang bereits unumkehrbar entschieden. Anfang Februar 1943 hatte die 6. Deutsche Armee in Stalingrad kapituliert. Damit war die militärische Initiative im Osten auf die Rote Armee übergegangen, die nun die deutschen Okkupanten vor sich hertrieb und sich dabei immer weiter der ungarischen Grenze näherte. Am 9. September 1943 waren Truppen der Westalliierten auf dem italienischen Festland gelandet. Mit dem Waffenstillstand von Cassibile schied das faschistische Italien als wichtigster Bündnispartner Hitler-Deutschlands aus dem Krieg aus. Die Teilnahme Ungarns am deutschen Eroberungskrieg gegen die Sowjetunion hatte sich schon Anfang 1943 als ein Desaster erwiesen.
Nachdem das ungarische Regime im Juni 1941 im Gefolge Hitler-Deutschlands großsprecherisch der Sowjetunion den Krieg erklärt und zeitweilig über größere Teile der Ukraine die militärische Hoheit ausgeübt, aber schon im Januar 1943 mit dem Durchbruch der Roten Armee bei Rostow am Don eine desaströse Niederlage erlitten hatte, in deren Konsequenz die sich auflösende zweite ungarische Armee panisch von der Front geflohen war, erschien es den ungarischen Eliten geraten, sich nicht länger auf Gedeih und Verderb an Deutschland zu binden. Der ungarische Ministerpräsident Kalay hatte zweifellos im Einverständnis mit Reichsverweser Horthy schon einige Zeit vorher geheime Sondierungen bei den Westalliierten über die Möglichkeit eines separaten Waffenstillstandes aufgenommen. Die diesbezüglichen Geheimdienstinformationen ließen in Berlin alle Alarmglocken schrillen. Es wurde festgelegt, ein eventuelles Ausscheren Ungarns aus dem Bündnis mit allen Mitteln zu verhindern. Noch im September 1943, unter dem unmittelbaren Eindruck der Entwicklungen in Italien, entwarf der Führungsstab im Oberkommando der Wehrmacht das Unternehmen Margarete und stellte dafür die erforderlichen Truppenkontingente bereit. Was die Bürger von Parkan am 19. März 1944 als überraschendes Ereignis erlebten, war tatsächlich von langer Hand vorbereitet. Diese großen historischen Zusammenhänge werden in Radils Bericht nicht explizit dargestellt. Aber man erkennt mannigfach gebrochen ihre Spuren in der familiären Erlebniswelt des 13-jährigen Tomasz. Selbstverständlich kann man den Report unmittelbar auf sich wirken lassen, ohne Rücksicht auf Sekundärquellen. Und man sollte es meiner Ansicht nach zunächst auch tun, um sich der emotionalen Gewalt des Geschilderten ungeschützt auszusetzen. In einem zweiten Schritt aber erschließt die bewusste Beachtung des historischen Hintergrundes erst die überindividuelle Bedeutung des individuell Erlebten und Geschilderten. Radil beschreibt aus der Perspektive seines 13-jährigen Ich die große Unsicherheit und Ratlosigkeit, die in den Wochen nach dem deutschen Truppeneinmarsch in seiner Familie ebenso wie in der ganzen jüdischen Gemeinde von Parkan herrschte und die auch die als wenig hilfreich empfundenen Äußerungen des Judenrates in Budapest nicht zu zerstreuen vermochten. Allgemein ahnte man zwar ein nahe bevorstehendes, beispielloses Unheil, aber die volle Grausamkeit dessen, was schon wenige Wochen später geschehen würde, konnte sich niemand vorstellen. Über die Existenz deutscher Vernichtungslager gab es nur vage Gerüchte. Jene, die vielleicht mehr wussten, hielten sich zurück, weil ihnen niemand geglaubt hätte. Dem nüchternen Geschäftssinn, von dem sich auch die jüdischen Handwerker und Kaufleute leiten ließen, wäre es widersinnig vorgekommen, Arbeitskräfte zu vernichten, statt sie auszubeuten. So erschien den Juden im damaligen Parkan, soweit Tomasz den Gesprächen entnehmen konnte, als schlimmste aller in Betracht zu ziehenden Möglichkeiten der Abtransport in ein Ghetto oder ein Arbeitslager, wo jung und alt, womöglich auch noch bei schlechter Ernährung, körperlich schwere Zwangsarbeit für Rüstung und Krieg zu leisten haben würden. In diesem Erwartungshorizont bereitete man sich auf die als bedrohlich empfundene, aber nicht näher voraussehbare Zukunft vor. Man vergrub Wertsachen oder deponierte sie heimlich bei nichtjüdischen Bekannten in der selbstverständlichen Erwartung, sie nach dem Krieg unversehrt zurückzuerhalten. Und man verwendete viel Sorgfalt auf die Auswahl derjenigen Dinge, die für den befürchteten Abtransport unbedingt in das Handgepäck sollten. In jenen schicksalhaften Wochen wurde die Zukunft der ungarischen Juden zum Spielball mächtiger Akteure, die aufeinander einwirkten und miteinander kooperierten. Eine dieser Instanzen, die ungarische Gendarmerie, war den Juden in Parkan aus langer Erfahrung bekannt. Sie waren daran gewöhnt, von den Gendarmen schikaniert, bestohlen und erniedrigt zu werden. Aber sie rechneten auch damit, dass sich die Gendarmen bestechen ließen, wenn nur die Summe hoch genug war.
und daran interessiert sein sollten, dass die Quelle der Bestechungsgelder nicht ein für allemal versiegte. Dieses labile Gleichgewicht war Grundlage und Garant ihrer sozialen Existenz. Stärker als die ungarischen Behörden aber waren die deutschen Architekten und Organisatoren des Holocaust, die nicht mehr nur von außen auf das Geschehen in Ungarn einwirkten, sondern mit dem Unternehmen Margarete erstmalig auch auf ungarischem Territorium in Erscheinung traten. Allerdings in der klandestinen Rolle von Beratern, deren Empfehlungen ungarische Instanzen praktisch umzusetzen hatten. Mit der Wehrmacht kamen zu diesem Zweck 8 kleine, aber effizient besetzte und hochrangig geführte Einsatzkommandos der deutschen Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes nach Ungarn. Das 8. Kommando, das in Budapest im Hintergrund agierte, stand unter der persönlichen Leitung von Adolf Eichmann, dem diabolischen Mastermind des Holocaust. Von dieser Einheit wurde der Strudel der Vernichtung konzipiert, in den Grundlinien organisiert und schließlich ausgelöst, in dessen Sog auch Tomasz und seine Angehörigen gerieten. Die Juden waren in dieser Konstellation das schwächste Glied. Sie befanden sich seit dem Einmarsch der Wehrmacht in einer ausweglosen Lage, in der ihr verbliebener Spielraum für selbstbestimmtes Handeln noch weiter geschrumpft war, als sich selbst die klügsten Analytiker unter ihnen vorzustellen vermochten. Vielleicht konnten sich einzelne unabhängige und mobile Individuen mit einigem Glück der drohenden Vernichtung noch durch Flucht entziehen. Aber für die meisten und erst recht für ganze Familienverbände war jetzt ein Entkommen praktisch unmöglich. Die wichtigste Ressource der Juden, ihre jahrhundertelange Erfahrung der Selbstbehauptung in widrigen Nachbarschaften unter repressiven Regimes, hatte ihnen noch unter den durchgehend antisemitisch grundierten gesellschaftlichen Verhältnissen im Horthy Ungarn ein fragiles Überleben ermöglicht. Auch im Frühjahr 1944 setzte die jüdische Gemeinde von Parkan diese altbekannten Praktiken gegenüber der nunmehr zum Handlanger der deutschen Besatzer mutierten ungarischen Gendarmerie ein. Sie tat es mit viel Geschick, aber was sich lange bewährt hatte, kam nun an seine Grenzen. Dem in Nazi-Deutschland entwickelten, erprobten und immer weiter vervollkommneten Kalkül der technisch wie organisatorisch hochgetrimmten Massenvernichtung war kein noch so schlau eingesetztes Bestechungsgeld gewachsen. Radil schildert eindrucksvoll solche Versuche und ihr Scheitern. Mit unerbittlicher Folgerichtigkeit rollte für die Juden von Parkan und Umgebung die so in Gang gesetzte Entwicklung auf jene Schwelle zu, die ihr gerade noch erträgliches Gestern von ihrem furchtbaren, todbringenden Morgen trennte. Diese schicksalhafte Schwelle war ganze 2 Tage und 2 Nächte breit. Nachdem sie zunächst in gesonderten Judenhäusern getrennt von der sonstigen Einwohnerschaft untergebracht und dann in einem Zwischenlager konzentriert worden waren, wurden sie am 14. Juni 1944 auf den Bahnhof der Nachbarstadt Levice in leere Viehwaggons gepfercht. In einen Waggon kamen jeweils 80 bis 90 Personen. Vor dem Einsteigen wurde sorgfältig abgezählt. Das alles war Aufgabe ungarischer Behörden und insbesondere der madjarischen Gendarmerie, die seit dem Start des Unternehmens Margarete mit den ersten antijüdischen Maßnahmen beginnend sämtliche Deportationsvorbereitungen ausführten und unmittelbar verantworteten. Mit der deutschen SS, die dann das bewaffnete Begleitpersonal des Transports stellte, kamen die Deportierten überhaupt erst nach dem Passieren der ungarisch-slowakischen Grenze in Berührung. Spätere Recherchen von Historikern ergaben, dass in diesem einen Zug insgesamt 2678 Jüdinnen und Juden abtransportiert wurden. Wie im Zeitraffer erfuhren sie den Zerfall jeglicher Normalität und Privatheit, ungeachtet aller Bemühungen, einen schwindenden Rest davon aufrechtzuerhalten. Nachts starb in jenem Waggon, in dem sich Tomasz und seine Angehörigen befanden, unbemerkt eine alte Frau, die keiner kannte. Als die Anwesenden ihren Tod bemerkten, wurde für sie das jüdische Totengebet gesprochen.
Nicht wenige der Deportierten waren nur noch wenig gläubig oder ganz säkular eingestellt. Doch auch unter ihnen entfaltete das gesprochene Gebet eine merkwürdige Bindekraft, die der Auflösung der zwischenmenschlichen Bindungen entgegenwirkte. Eine Erfahrung, die sich später im Lager auch unter den jugendlichen Häftlingen mehrfach wiederholte. Das Ziel der Fahrt aber blieb den Insassen des Waggons bis zuletzt verborgen. Für sie war das primitive Gefährt, in das sie gezwungen waren, ein Zug nach unbekannt. So nannte Radil das Kapitel, das den Transport nach Birkenau beschreibt und in das wir uns an dieser Stelle einschalten. Diese Leseprobe schließt mit einer Passage aus den ersten Seiten des dritten Kapitels, das unter der Überschrift »Willkommen in der Todesfabrik« die Ankunft in Birkenau schildert. Die Waggons waren ohne jede Ausstattung. Es gab nicht einmal Stroh, auf das sich Kinder oder Erwachsene mit angegriffener Gesundheit hätten legen können. Der Fußboden war gefegt, aber nicht gewischt. Man brachte uns einen Eimer mit Trinkwasser, ein Trinkgefäß und einen Kübel für Urin und Fäkalien. Die Fenster waren von außen mit Stacheldraht gesichert. Die schweren Schiebetüren bewegten sich lärmend auf eisernen Rollen. Wenn die Wachleute diese Türen nacheinander an allen Waggons zuschoben, machte das einen entsetzlichen Radau. Sie schlossen die Türen aber nicht bis zum Anschlag. Es blieb ein ungefähr 5 cm breiter Spalt für die Lüftung offen. In unserem Waggon versuchten wir uns von vornherein so einzurichten, dass wir uns nur möglichst wenig drängten. Obendrein auch noch unser Gepäck unterzubringen, war gar keine leichte Aufgabe. Wir mussten uns damit abfinden, dass in der Nacht nicht alle zugleich liegen konnten. Als ich aufwachte, musste ich urinieren, wusste aber nicht, wie ich das unter diesen Bedingungen bewerkstelligen sollte. Großvater riet mir, mich an die Tür zu stellen und durch den Spalt nach außen zu pinkeln. Gleich darauf stand er auf und verkündete laut, dass es im ganzen Waggon zu hören war, die Männer sollten durch den Türspalt nach draußen pinkeln, aber nur, wenn der Zug fuhr. Dann gab er weitere Ratschläge. »Ihr wisst alle, wir haben nur einen Fäkalienkübel und der wird schnell voll«, bemerkte er sachlich. »Und was werden wir dann tun?« »Stellt den Kübel in den Winkel, nehmt den Rucksack dort beiseite und legt ihn da auf diese Koffer.« Auf den Kübel wird nur für das große Geschäft gegangen, aber die Frauen können dort auch urinieren. Wenn sie es möchten, könnte jemand eine Decke davor halten. Geht zum Kübel an der Vorderwand entlang, tretet nicht auf die Koffer, steigt vorsichtig darüber. Es würde helfen, wenn jemand eine alte Kasserolle hätte, rief er durch den Waggon. Die Frauen könnten in die Kasserolle pinkeln und sie durch den Türspalt ausschütten. Niemand hatte etwas dagegen einzuwenden. Großvater hatte Führungstalent. Er sagte selber, dass er das Kommandieren als Feldwebel im Ersten Weltkrieg gelernt hatte. Seine Vorschläge waren größtenteils einfach und praktisch. Vielleicht hörten die Leute auch deshalb auf ihn, ohne dass er sich besondere Mühe geben musste. Auf einmal besann sich Mutter und angelte aus unserem Gepäck eine alte, abgeschlagene blaue Kasserolle hervor, innen weiß mit 2 Lötstellen und sagte, die stelle sie als Nachttopf für die Frauen zur Verfügung. Vater schlug sich an den Kopf, als sei es verrückt von ihr, solchen alten Kram mitzuschleppen. Aber Mutter gab ihm gestikulierend zu verstehen, wie sehr die grässliche Kasserolle jetzt von Nutzen sein würde. Darüber lachten beide. Mit Großvaters Vorschlägen und dank der Kasserolle war eines der dringlichsten Probleme auf der Fahrt einer so großen Menge deportierter Männer, Frauen und Kinder zu ihrem unbekannten Bestimmungsort provisorisch gelöst. Alle wussten, dass die körperlichen Bedürfnisse unaufschiebbar waren und eine annehmbare, von allen respektierte Lösung erforderten, die unter den gegebenen Umständen die Menschenwürde eines jeden von uns am wenigsten verletzte. Niemand wollte die restliche Reise in einem Raum mit verschüttetem Urin und Fäkalien verbringen.
Schon mehr als 24 Stunden waren wir unterwegs. Nach Ansicht von Leuten, die die lokalen Verbindungen kannten, schlichen wir immer noch durch das Gebiet von Povači. Alle waren außerordentlich müde. Nicht nur der abgeschottete Aufenthalt im engen Waggon, auch das lange Nichtstun und die gefühlte Auswegslosigkeit unserer Situation führte dazu, dass die Fahrt für alle immer quälender wurde. Und uns erwartete eine weitere Nacht. Obwohl der Zug lange an vielen kleinen Haltepunkten stehen blieb, fehlte es uns an Wasser, das längst ausgegangen war. Auch den überfüllten Fäkalienkübel durften wir nicht ausleeren. Erst am späten Abend lief mit den SS-Leuten die gleiche Aktion wie zuvor ab. In diesem mit Menschen überfüllten Raum wurde alles, was nur den Einzelnen betraf, sogleich zur Sache aller. Zog sich jemand um, dann schauten alle zu. Sagte jemand etwas, hörten ihn alle ringsum. Schließlich genügte es schon, dass jemand eine Miene verzog, damit die Leute in der Runde darüber zu streiten begannen, was die betreffende Person damit wohl habe sagen wollen. Aß jemand, starrten ihm die anderen auf den Mund. Trat jemand aus, dann tat er das auch vor allen. Vater sagte, dass er durch die Umstände erzwungene Verlust der Privatsphäre für die meisten ein erhebliches Problem sei, mit dem sie nur schwer fertig würden. Ich beobachtete, dass es den anderen nicht leicht fiel, Zeugen intimer Angelegenheiten sein zu müssen. Die Menschen wandten das Gesicht ab, schlossen die Augen, versuchten wegzuhören und wehrten sich gegen Berührungen. Sie schlossen gleichsam die Pforten ihrer Sinne, um damit die Privatsphäre der anderen zu vergrößern. Eigentlich war das eine Art Gesellschaftsspiel. Jeder erwartete, dass sich die anderen ebenso verhalten würden. So halfen sich die Teilnehmer dieses Spiels gegenseitig bei der Erhaltung ihrer Privatsphäre. Auch diese Rücksichtnahme war ein Mittel, unser menschliches Wesen zu bewahren. Den Geruchssinn aber konnte man nicht unterdrücken. Der Aufenthalt im Waggon wurde auch deshalb immer unangenehmer, weil niemand sich waschen konnte und die ungewaschenen Körper so vieler Menschen auf so engem Raum immer stärker rochen. Unerwartete Schwierigkeiten erwuchsen auch aus dem scheinbar so nebensächlichen Umstand, dass kaum jemand ausreichend Toilettenpapier bei sich hatte und viele überhaupt nicht daran gedacht hatten. Die Fahrt wurde so zu einer immer schlimmeren Pein. Und uns quälten ja nicht nur die physischen Umstände, wie dass wir froren oder der Boden hart oder dass es nicht genug Wasser zum Trinken gab. Sehr belastend war, wie Vater sagte, auch das Zusammensein mit den Menschen, mit denen wir für die Dauer der Fahrt unseren Mikrokosmos teilten. Weil das alle betraf, war gegenseitige Toleranz ein weiteres Mittel, uns gegen Entmenschlichung zu wehren. Jeder musste sich ständig an moralische Leitsätze erinnern wie »Ich bin auf der Welt nicht allein«. »Die anderen wollen auch leben« oder »Lebe, doch lasse auch die anderen leben«. Das wurde damals gewöhnlich auf Deutsch mit dem Begriff »Leben und Leben lassen« ausgedrückt. Auf den alten Platz der alten Frau, die noch selbst in den Waggon eingestiegen und in ihm einen gnädigen Tod entgegengefahren war, der sie wahrscheinlich im Schlaf ereilt hatte, setzte sich eine Weile niemand. Etwas später rückte ein junger Bursche und ein Mädchen dorthin. Auf einmal begann ein älterer Mann halblaut zu beten. Er sprach das Kaddisch, das jüdische Totengebet. Erhoben und geheiligt werde sein großer Name. Dem betenden Mann schloss sich, aber viel lauter, Manchi an. Das war unerwartet, weil im jüdischen Glauben die Frauen nicht von sich aus die Initiative ergreifen. Manchi war gläubig, aber nur auf unbestimmte Weise. Sie glaubte an irgendein höheres Wesen, doch religiöse Vorschriften befolgte sie nicht. Nur die großen Festtage feierte sie, die auch nur im Haus ihrer Eltern. Sie selbst war, anders als die Großmutter, gar nicht imstande, alles zu tun, was aus religiöser Sicht in einer Familie von einer Frau und Mutter erwartet wurde.
Auch andere begannen zu beten. Vielleicht erinnert sich manche auch nur an den Anfang dieses Gebetes. Aber andere, die das Kaddisch auswendig konnten, setzten es fort. In der Vorahnung des Schlimmsten sprachen sie Kaddisch für sich selber und auch für die ihnen nahestehenden Menschen, mit denen sie im Waggon fuhren. Das war ein bewegender Moment. Unsere ganze restliche Familie erschütterte dieses Gebet. Wir waren eine Weile keines Wortes fähig. Aber das war noch nicht alles. Mutter wiederholte ihre Vorahnung, mit der sie unser Haus in Parkan verlassen hatte. Ich fühle, dass ich nie wieder nach Hause zurückkehre und dass wir einander nie mehr begegnen werden. Wir alle versuchten, sie zu beschwichtigen und sagten, dass sie jung, gesund und stark sei, dass wir bei ihr seien, wieder nach Hause kämen und dort weiterleben würden. Aber das nahm Manchi anscheinend schon gar nicht mehr wahr. Die große Mehrheit der Juden in der Region, aus dem unser Transport kam, war lau im Glauben. Deshalb nehme ich nicht an, dass die Menschen einen Moment der Erleuchtung über ihr trauriges Schicksal hatten, als sie anfingen zu beten. Obwohl viele, die am Gebet nicht beteiligt hatten, später umkamen und einige, die das Kaddisch vorgesprochen hatten, am Leben blieben und nach Hause zurückkehrten, war die Vorahnung des eigenen tragischen Endes in vielen Fällen zutreffend. Und die pessimistische Voraussicht des eigenen Verderbens durchaus angebracht. Dies hatten jedoch nur einige von uns geahnt. An diesem Punkt des Geschehens ist es nicht leicht, sich gegen Überlegungen zu wehren, die erste Reflexe jener späteren schweren Augenblicke waren. Noch viele Male blieben wir lange stehen und fuhren dann wieder weiter, bis wir schließlich eine mittelgroße Bahnstation namens Auschwitz erreichten. Dieser Name sagte uns nichts, nie im Leben hatten wir ihn gehört. Dann verließen wir den Bahnhof langsam wieder, passierten mehrere Weichen und bogen in eine kurze, eingleisige Strecke ein, die im spitzen Winkel abzweigte. Wir bewegten uns sehr langsam, fast im Schritttempo. Schließlich durchfuhren wir einen Torbogen in der Mitte eines niedrigen Ziegelgebäudes und erreichten eine ausgedehnte Rampe. Obwohl es noch hell genug war, gingen sofort Scheinwerfer an, als wir eintrafen. Der Zug kam langsam zum Stehen und wir erwarteten angespannt, was nun folgen würde. Plötzlich öffneten sich fast gleichzeitig die Waggontüren und gaben eine große Zahl Menschen frei. Plötzlich brach die Hölle los. In die Waggons ergoss sich eine Horde brüllender Häftlinge in gestreifter Kleidung und stürzten sich auf uns. Draußen warteten stumm SS-Männer mit Hunden. Alles raus, los, schnell, aussteigen, sofort, alles Gepäck drin lassen. Nichts mitnehmen, ihr geht zum Baden. Auf der Rampe antreten, Männer extra, Frauen extra. Die Häftlinge schrien halb Deutsch, halb Jiddisch auf uns ein. Manche Leute verstanden die Befehle gar nicht, vor allem die Alten begriffen nicht gleich, was sie machen sollten. Es entstand ein schreckliches Durcheinander. Unter entsetzlichem Gebrüll wurden die Menschen mit Stöcken aus den Waggons gejagt. Alles geschah im Laufen. Was uns angewiesen wurde, mussten wir schneller ausführen, als wir es konnten. Erst viel später ging mir auf, dass dies ein wirkungsvolles Verfahren war, jeglichem Widerstand unsererseits vorzubeugen. Nach der langen Zeit im Waggon, in dem wir uns kaum hatten bewegen können, fiel es anfangs schwer, uns auch nur aufzurichten, geschweige denn schnell zu laufen. Wir waren hier in einer kläglichen Verfassung angekommen. Jetzt wurden wir gezwungen, zur Waggontür zu hasten, an der ein Gedränge entstand. Dabei waren unter uns Leute unterschiedlichen Alters. Einige Ältere bewegten sich nur mit Mühe. Ein paar Kinder verloren im Gedränge ihre Eltern und riefen verzweifelt nach ihnen. Die Mütter hielten ihre Kleinsten ängstlich im Arm und wussten nicht, wie sie mit ihnen aus den Waggons, die keine Stufen hatten, herauskommen sollten. Man musste hinunterklettern oder von oben hinunterspringen.
Manche fielen dabei auf die Erde oder stürzten auf jemand, der schon dort lag. Die Häftlinge trieben jeden, der noch im Waggon geblieben war, grob nach draußen und zerrten schließlich einige zur Tür hinaus. Keinen Augenblick durften wir innehalten. Wir hatten nicht einmal Zeit, uns bewusst zu machen, was hier vor sich ging. Nach wenigen Minuten hatten die meisten von uns die Waggons schon verlassen. Im grellen Licht taumelten wir, ohne uns orientieren zu können, während die Gestreiften nicht aufhörten, uns voranzuschieben und mit Stöcken zu schlagen. Während sie schrien, dass Männer und Frauen sich in zwei getrennte Gruppen aufstellen sollten, sahen Vater, Mutter und ich uns an. Uns kam nicht in den Sinn, dass wir Abschied nehmen müssten. Wir hielten es für selbstverständlich, dass wir uns nach einer Weile wiedersehen würden. Überall standen SS-Männer mit kläffenden Schäferhunden, die sie an ledernen Riemen hielten. Sie ließen die Hunde so nahe an uns heran, dass es keinem einfiel, sich davonzulaufen. Die SS-Männer sagten nichts, sondern achteten nur darauf, ob die Häftlinge in den gestreiften Uniformen auch eifrig genug waren. Sobald der Blick der SS-Männer auf sie fiel, schrien, drängten und prügelten sie noch mehr. Einer der Gestreiften tauchte in der Tür des Nachbarwaggons auf und rief, der Wagen sei leer. Dann nannte er noch eine Zahl und nach einer Weile hörte man, im Waggon sind ein toter Mann und eine tote Frau, wahrscheinlich Selbstmord. Gleich darauf befahl ein SS-Mann, die Toten auszuladen und neben das Gepäck zu legen. So meldeten die Häftlinge der SS Waggon für Waggon. Vater und mich überraschte, dass Tote im Zug waren. Wir fragten uns, wer sie wohl sein könnten. Aber der Großvater bemerkte nur, dass die Leute nicht vor der Zeit aufgeben sollten. Trotz aller Befehle, allen Gebrülls, aller Schläge und aller Antreiberei waren die Familien noch eine Weile bemüht, beieinander zu bleiben. Wenn sie schon einen ihrer Nächsten verloren hatten, dann versuchten sie, ihn wiederzufinden. So mischten sich in den Lärm der Befehle manchmal das Rufen der Eltern, die ihre Kinder suchten, oder das Weinen der Kinder, die ihre Eltern nicht mehr sahen. Voneinander getrennte Familienmitglieder mühten sich, wieder Verbindung aufzunehmen. Dann gingen die Häftlinge in ihrer Streifenkleidung erneut gegen das wirre Gedränge vor, um Männer und Frauen voneinander zu trennen und in zwei Gruppen aufzuteilen. Sie riefen, ihr geht alle ins Bad, die Gesunden allein, den Kranken und denen, die sich schlecht auf den Beinen halten, helfen wir. Bis dahin stand ich zwischen Magda, die den kleinen Soli im Arm hielt, und Großmutter, die sich bei Manchi eingehakt hatte. Dann erschien in unserer Nähe einer jener groben Gehilfen aus der Reihe der Häftlinge, schlich sich unauffällig an Magda heran und damit sie gehorchte, flüsterte er ihr zu, sie seien auch Juden. Tu, was ich dir sage. Diese Frau hier wird das Kind tragen. Er riss Soli aus Magdas Armen und steckte ihn einer eingeschüchterten Frau zu, die neben ihr stand. Die Frau kannte ich. Sie hieß Viola. Der Gestreifte packte sie an der Schulter und schob sie mit dem Kind in die Frauenkolonne. Das alles dauerte nur einige Sekunden. Dann drehte er sich um, als wolle er noch jemanden in diese Kolonne befördern und sagte leise zu Magda, aber so, dass auch ich es hören konnte, sei ruhig, das Kind wirst du dann zurückbekommen. Er sprach eindringlich und alles ging so schnell, dass Magda gar nicht dazu kam, zu widersprechen. Als sie in die Kolonne eingereiht wurde, stand sie mehrere Reihen hinter Viola mit dem Kind. Inzwischen wurde auch Manchi und Großmutter zu ihnen geschoben. Der Gehilfe in der gestreiften Kluft hatte offenbar die Aufgabe, die Frauen in die Kolonne zu befördern. Ich sah, was mit den Männern geschah. Großvater und Vater waren auch schon in der Kolonne, standen aber nicht nebeneinander. Dann drängte mich einer der Gestreiften brutal ebenfalls in die Kolonne. Dort stand ich allein.
Als ich zur Seite blickte, sah ich Mutter und Großmutter. Manchi hatte den eng geschnittenen braunen Wintermantel mit dem Pelzkragen an, wie man ihn nach der damaligen Mode trug. Alle waren warm angezogen, als wäre es Winter. Die Winterkleidung hatten sie in der Annahme mitgenommen, dass sie irgendwo draußen arbeiten sollten, so wie unsere Leute, die größtenteils an die Ostfront zum Arbeitsdienst abkommandiert worden waren. Sie hatten so viel wie möglich angezogen, damit das Gepäck nicht schwerer wurde, als erlaubt war. Und dabei nahte der Sommer. Es war der 16. Juni 1944. Mutter, die erst 36 und in guter Verfassung war, wurde auf die schlechte Seite geschickt, weil sie vor den SS-Arzt nicht allein, sondern zusammen mit Großmutter, die sie stützte, getreten war. Beide gingen gemeinsam in die Gaskammer. Magda überlebte, weil sie ihr Kind nicht festgehalten hatte. Viola, die alt war und die Selektion nicht überstand, trug auch den kleinen Soli ins Krematorium. Das alles habe ich erst nach dem Krieg erfahren. Die zweite Leseprobe entstammt ebenfalls dem dritten Kapitel »Willkommen in der Todesfabrik« und beschreibt ein Detail aus dem Alltag des jungen Blocks in Birkenau, in dem sich Tom befand. Unmittelbar nach der Ankunft in Birkenau durchliefen die Deportierten die ersten Selektionen. Zunächst wurden Frauen und Männer getrennt. Dann folgte in beiden Geschlechterkohorten die Aufteilung in jene, die man sofort in die Gaskammern strieb, und jene, die als arbeitsfähig galten und vorläufig am Leben gelassen wurden. In Minutenbruchteilen entschied sich, dass der 13-jährige Tom unter die Arbeitsfähigen und nicht unter die Gaskammerkandidaten eingereiht wurde. Auf die Frage des selektierenden SS-Offiziers nach Alter und Beruf antwortete Tom spontan, er wäre 15,5 Jahre alt und Schlosserlehrling. Das war keine überlegte Antwort. Zum Nachdenken war überhaupt keine Zeit. Erst später legte er sich über die Rationalität seines intuitiven Einfalls Rechenschaft ab. Ein 13-jähriger Gymnasiast wäre der SS vollkommen unbrauchbar erschienen. Ein 15-jähriger Schlosser aber kam möglicherweise für die Zwangsarbeit in der deutschen Rüstungsindustrie in Betracht. Die ganze Zeit, die Tom in Auschwitz verbrachte, lässt sich als eine Kette existenzieller Entscheidungen lesen, bei denen es jedes Mal um Leben oder Tod ging. Einige wurden intuitiv getroffen, andere mit Vorbedacht, wieder andere waren bloßer unbeeinflussbarer Zufall. Manche aber waren auch Ergebnis bewusster Solidarität, sei es unter Gleichaltrigen, die sich zu kleinen Gruppen zusammenschlossen, sei es von Seiten erwachsener Häftlinge, die ihre Erfahrungen und Verbindungen nutzten, um wenigstens einige der inhaftierten Jugendlichen zu retten. Von den auf der Rampe in Birkenau als arbeitsfähig eingestuften Männern wurde wiederum eine Kohorte jüdischer Jugendlicher abgeteilt, die anfangs etwa 1000 Personen umfasste und in einer Baracke, Jungenblock, zusammengefercht wurde. Die Leseprobe vermittelt einen Eindruck von den Bedingungen qualvoller Enge, unter denen diese Jugendlichen vegetieren mussten. Die Nacht im Block war schlimmer als ein böser Traum. Normal schlafen konnte man dort nicht. Es gab keinerlei Mobiliar, wir schliefen nur auf Brettern, die tagsüber an der Mauer aufgestapelt waren und die wir schnell auf dem Betonboden auslegen mussten. An manchen Stellen schliefen die Jungen direkt auf dem Beton. Der Fußboden hatte Risse, in den Spalten war Lehm, der sich bei Regen in Morast verwandelte, weil es stellenweise in die Baracke regnete. Regnete es in der Nacht, wurden manche Jungen von der Nässe wach. Von Decken, Bezügen und ähnlichen Dingen konnte keine Rede sein. Wir schliefen angekleidet in der Häftlingsmontur, die wir am Tage trugen, mit Schuhen an den Füßen. Es gab keinen Platz zum Ablegen der Sachen. Und was man irgendwo liegen ließ,
wurde schnell gestohlen. Was wir hatten, mussten wir ununterbrochen am eigenen Leib tragen. In diesem Block waren wir so viele, dass wir uns nicht nebeneinander legen konnten. Wollten wir schlafen gehen, mussten sich zuerst alle mit ausgestreckten Beinen in eine Reihe setzen. Die ganze Reihe legte sich dann auf einmal hin, und zwar so, dass der Oberkörper des vorderen Häftlings auf den Bauch des hinteren passte. Wenn es jemand nicht mehr aushielt, auf dem Rücken zu liegen, musste sich die ganze Formation drehen, etwa auf die rechte Seite. Aber das war durchaus kein leichtes Manöver. Rechts von uns lag eine andere Formation von ähnlich ineinander verschachtelten Körpern. Das bedeutete, dass wir keine Nacht durchschlafen konnten. Wenn jemand in der Nacht austreten musste, dann hatte er sich zuerst irgendwie aus seinem Platz herauszuwinden, wo er zwischen anderen schlafenden Körpern eingekeilt war. Dann blieb ihm nichts anderes übrig, als über die Schlafenden zu steigen und nach seiner Rückkehr seinen ursprünglichen Platz erneut zu erkämpfen, denn der war inzwischen von den Nachbarn besetzt, die sich zum Schlafen dehnten und ausstreckten. Das alles war mit dauernder Aufregung verbunden. Obendrein musste das Bedürfnis innerhalb des Blocks verrichtet werden, weil in der Nacht das Tor verschlossen war und niemand den Block verlassen durfte. Das war ein Teil der Sicherheitsvorkehrungen bei der Bewachung der Häftlinge. Außerdem war der Latrinenblock zugesperrt. Am verschlossenen Barackentor standen ein großes Gefäß, in das man urinierte, und mehrere Kübel für die Fäkalien. Das alles selbstverständlich mit entsprechendem Gestank. Es war also nicht einfach, sich schlafen zu legen. Wir hatten dafür eine bestimmte Taktik. Man musste einen Platz weit genug weg von den Stinkkübeln finden, möglichst unter Leuten, die man etwas kannte oder aus der gleichen oder benachbarten Gegend stammten oder wenigstens die gleiche Sprache redeten. Von ihnen konnte man größere Toleranz erwarten, wenn man nachts aufstehen und zu den Kübeln musste. Andernfalls konnte man sich unverdient einen Fußtritt oder einen Fausthieb einhandeln. So schliefen wir noch etwa 3 Monate lang bis zum September 1944. Allerdings nahm die Zahl der Schläfer seit Mitte Juli ab. Einerseits wurden am 9. Juli die Massentransporte ungarischer Juden eingestellt. Das erfuhr ich aber erst nach dem Krieg. Andererseits wurden wir im jungen Block durch die ständigen Selektionen weniger. Es galt eine grausame Gesetzmäßigkeit. Je mehr Menschen umkamen, desto mehr Platz blieb für die Überlebenden. Diese Leseprobe ist im 5. Kapitel mit dem Titel »Die großen Selektionen« entnommen. Die rund 1000 jüdischen Jungen, die den jungen Block belegten, wurden zwar den üblichen Disziplinierungen und Schikanen unterworfen und miserabel ernährt, aber nicht zu irgendwelchen systematischen Arbeiten eingesetzt. Über den Zweck, den die SS-Lagerleitung mit der Absonderung dieses Kontingents von Jugendlichen verfolgte, herrschte vollkommene Unklarheit. Die Jugendlichen selbst rätselten häufig, aber ganz vergeblich darüber. Die Vermutung, die SS hätte diese Kohorte für medizinische Experimente reserviert, womöglich unter direkter Leitung von Josef Mengele, klang plausibel, wurde aber durch keinerlei haltbare Fakten belegt. Auch bei seinen späteren historischen Recherchen gelang es Radil nicht, eine Antwort zu finden. Was auch immer die ursprünglichen Absichten der SS gewesen sein mögen, sie wurden nicht eingelöst und die SS ging bald daran, sich dieses Kontingents junger Häftlinge zu entledigen. In den Wochen und Monaten nach der Ankunft in Birkenau wurde es schubweise verringert. Das von der SS dabei angewandte und in rascher Folge und zahlreichen Varianten praktizierte Mittel waren die sogenannten Selektionen, in denen ein größerer oder kleinerer Teil der Jugendlichen zur Ermordung in einer der Gaskammern des Lagers ausgewählt wurde.
Diese Selektionen konnten jederzeit stattfinden und gehörten zum Häftlingsalltag. Der folgende Abschnitt schildert eine dieser Selektionen, in deren Ergebnis der erste der fünf Jungen, die sich im jungen Block zu einem aus Tom, Schmule, Stefan, Peppi und Vicky bestehenden Freundeskreis zusammengeschlossen hatten, in den Tod geschickt wurde. Es war Vicky, der Fußballspieler, den Tom schon aus seiner Heimatstadt Parkan kannte. Die Episode, auf die sich die Darstellung bezieht, war ein Fußballspiel, das die SS-Mannschaft eines Krematoriums vor einiger Zeit gegen das dort eingesetzte Häftlingssonderkommando ausgetragen hatte. Vicky, der zufällig in der Nähe war, hatte einen über den Rand des Spielfeldes geflogenen Ball zurückgeschossen und dabei sein großes fußballerisches Können gezeigt. Alles begann unauffällig. Ein Teilappell wurde verkündet. Man ließ uns zu fünft antreten und bereits nach kurzer Zeit wurde abmarschiert. Uns war nichts mitgeteilt worden, doch dachte ich mir, wir würden, wie schon mehrfach, vorher zur Dusche gehen, wo sie uns wieder die Sachen desinfizieren würden. Gewöhnlich hatten sie uns das vorausgesagt, manchmal aber auch nicht. Wir gingen mit nur wenigen Bewachern. Ich sah mich um. Niemand war besonders beunruhigt. Das Wetter war passabel und es marschierte sich angenehm. Nach einer Weile kamen wir zu dem freien Platz, wo wir vor einiger Zeit mit dem Fußballspieler Vicky dem Spiel der SS-Männer mit Häftlingen aus dem Sonderkommando zugesehen hatten. Mir schien, dass es dort plötzlich viele dieser SS-Männer waren, die wohl auf uns warteten. Eine Weile ließen sie uns in Marschordnung stehen. Dann erschien am Fußballtor ein SS-Mann in Reithosen und hohen Stiefeln, an den ich mich bis jetzt dunkel erinnere. In der einen Hand hielt er einen Hammer, in der anderen eine hölzerne Latte von ungefähr einem Meter Länge. Er zog ein paar Nägel aus der Tasche, schob sie sich zwischen die Lippen, wie es einer tut, der diese Nägel einschlagen will, und musterte dabei prüfend unser Häuflein, als ob er etwas abschätzen wolle. Dann klemmte er sich den Hammer zwischen die Knie, hielt die Latte im rechten Winkel an den Torpfosten, nahm einen Nagel aus dem Mund und nagelte die Latte langsam an. Später sagten ein paar Jungen, es sei Mengele gewesen. Aber das konnte nicht sein. Niemals hätte Mengele mit eigenen Händen ein Brett festgenagelt. Dann ging alles Schlag auf Schlag, fast automatisch. Aus der Fünfergruppe wurde eine Reihe gebildet, die sich im Laufschritt dem Torpfosten mit der dort angenagelten waagerechten Latte näherte. Wir mussten unter der Latte durchlaufen und einige daneben stehende SS-Männer schickten, je nachdem, ob jemand beim Laufen die Latte mit dem Kopf berührt hatte oder aber nicht herangekommen war, ihn auf die eine oder andere Seite. Die ganze Zeit sagte uns niemand ein Wort, aber uns war schon klar, dass es sich um eine weitere Selektion handelte. Wir gingen hintereinander, ich aus unserer Gruppe an der Spitze. Schon näherten wir uns schnell dem Tor, etwa 10 Meter davor ertönte das Kommando: Laufschritt! Die Latte faszinierte mich. Je näher ich an sie herankam, umso höher erschien sie mir. Als die Reihe an mir war, startete ich und reckte mich in die Höhe, so sehr ich konnte. Die letzten paar Schritte lief ich beinahe auf Zehenspitzen. Ich streifte die Latte gerade so mit dem oberen Rand des Kopfes, sozusagen um Haaresbreite. Einer der SS-Männer packte mich im Laufen am Arm und dirigierte mich zu der Gruppe der Jungen, die die geforderte Höhe erreicht hatten. Es war klar, dass das für dieses Mal Leben bedeutete. Ich hatte noch bemerkt, dass in diesem Moment zwei SS-Männer an der Latte standen. Der eine packte diejenigen am Arm, die die Latte erreicht hatten,
Der andere griff sich jene Jungen, die darunter hindurchgelaufen waren, ohne sie mit dem Kopf zu berühren. Die Jungen bremsten immer nur ein wenig ab und drehten sich gleich dahin, wo die SS-Männer sie haben wollten. Es war wie ein Traum. Oder wie in einem Stummfilm. Alles spielte sich in vollkommener Stille ab. Nichts war zu hören. Nicht einmal das Laufen übers Gras. Die SS-Männer verzichteten auf alle groben oder drohenden Gebärden. Das war auch gar nicht nötig. Eher gaben sie sich belustigt und lächelten mitunter, als würden sie zusehen, wie Kinder auf dem Rasen Haschen spielten. Als ich zu Atem gekommen war, sah ich mich nach den anderen um. Bei mir standen Schmule, Stefan und Pepi. Alle waren größer als ich. In diesem Augenblick durchfuhr es mich wie ein Blitz und ich fragte mit erstickter Stimme, wo ist Vicky, der Fußballspieler? Schmule meldete sich. Ich habe es gesehen. Vicky ist vor mir als Vorletzter gelaufen. Er kam nicht bis an die Latte. Sie haben ihn zu den Verurteilten geschickt. Er stand wohl unter Schock, so wie wir auch. Geradewegs hatten sie ihn weggeführt und er drehte sich nicht einmal mehr um. Ich blickte zu der Seite auf die SS-Männer, die zu kleinen Jungen geschickt hatten. Sie waren eine ziemlich große Gruppe, aber standen weit von uns entfernt. So war Vicky unter ihnen nicht zu erkennen. Unterdessen war die Prozedur beendet. Ich konnte nicht mehr sehen, ob irgendwer die Latte wieder vom Torpfosten abnahm. Uns Große beachtete niemand. Wieder ließ man uns in Fünferreihen antreten. Alle waren wie hypnotisiert. Einige, die überlebt hatten, sprachen Kaddisch, das Totengebet für die Selektierten. Wir auch. Ganz auswendig konnte es nur Schmule. Und wir anderen sprachen zusammen mit ihm lediglich die ersten Worte, an die wir uns erinnerten. Man führte uns zu unserem Block. Unterwegs schwiegen wir, in unsere eigenen Gedanken versunken. Zuerst dachte ich daran, wie wir unlängst mit Vicky das Fußballspiel zwischen SS-Männern und Häftlingen aus dem Sonderkommando angesehen hatten. Und wie Vicky sich nicht beherrschen konnte und ihnen den Ball zurückschoss, der ihnen über den Zaun zugeflogen war. Sie verurteilten ihn zum Tode an jenem Fußballtor, wo sie sein Lieblingsspiel gespielt hatten. Vicky war ein begabter Fußballer. Er hätte ein hervorragender Profispieler werden können. Auch deshalb hatten wir ihn den Fußballspieler genannt. Dieselben SS-Männer, die auf dem Platz mit den Männern vom Sonderkommando Fußball gespielt hatten, ermordeten ihn jetzt. Und das Sonderkommando würde seinen Leichnam verbrennen, damit nichts von ihm übrig bleibt. Radil gehört zu den späten Stimmen, die über den Nazi-Terror noch aus eigenem Erleben Zeugnis ablegen konnten. Bald wird diese Quelle für immer versiegt sein. Die authentischen Berichte über ihre Leidenszeit, die uns die Überlebenden der Konzentrationslager hinterlassen haben, bergen für die kommenden Generationen einen Fundus an Erinnerungen und Einsichten im Kampf gegen das Vergessen, der kaum noch weiter wachsen wird und von dem wir jede Zeile als ein kostbares Gut bewahren und bedenken sollten. Die Autorinnen und Autoren dieser Berichte, so auch Tomasz Radil, haben sie in einem schmerzhaften Ringen mit sich selbst verfasst, dessen Dramatik wir Außenstehende kaum nachvollziehen können. Nur zu gern wollten sie den Schrecken, dem sie physisch entronnen waren, auch mental hinter sich lassen, alles vergessen und ein normales Leben mit seinen Alltagsfreuden und Alltagssorgen führen, wie es der überwiegenden Mehrzahl ihrer Altersgefährten beschieden war. So wollte es auch der nunmehr 14-jährige Tom. Die nominelle Schwelle vom Kind zum Jugendlichen hatte er im Lager überschritten.
als er an einem Wintermorgen 1945 aus dem erst wenige Tage vorher befreiten Lager Auschwitz aufbrach. Vom Tor aus nahm ich die Richtung zur Krakauer Chaussee und sagte mir, wenn ich nicht zurückblicke, dann werde ich dieses Lager leichter vergessen. Tatsächlich wandte ich mich nicht um, dennoch vergaß ich nicht. Ähnlich durfte es den meisten KZ-Überlebenden ergangen sein. Dafür spricht die Fülle und Vielfalt der Erinnerungsliteratur, gemessen an der insgesamt geringen Zahl derjenigen, die die Vernichtungslager überlebten. Bei vielen von ihnen drängten die Erinnerungen danach, ausgesprochen und an die Öffentlichkeit gebracht zu werden, in der Hoffnung, dem persönlich Erinnerten durch seine Mitteilung einen überindividuellen, allgemeinmenschlichen Wert zu verleihen, als Warnung vor jedem Versuch, das überstandene Entsetzen in irgendeiner Form zu wiederholen. So machte Radil die Zeit vom Juni 1944, als er mit ihnen in einem Sammellager in der nahegelegenen Kleinstadt Levice zusammengetriebenen Juden aus Parkan und Umgebung nach Birkenau deportiert worden war, bis zum Frühjahr 1945, als er nach der Befreiung des Lagers und einem abenteuerlichen Weg hinter den Fronten des noch andauernden Krieges seine Heimatstadt wieder erreichte, nach dem Abschluss seines regulären Berufslebens für mehrere Jahre zum zentralen Gegenstand seines Schaffens. Während er in die Tiefe der eigenen Erinnerungen eintauchte, macht er sich zugleich mit dem aktuellen Stand der inzwischen ausgedehnten Holocaust-Forschung und insbesondere der Untersuchungen zum Lagerkomplex Auschwitz-Birkenau vertraut, um das subjektiv Erinnerte an den relevanten Ergebnissen der Geschichtswissenschaften zu prüfen und sein eigenes Urteil rückzuversichern. Durch diese wissenschaftliche Rückversicherung gewann sein Bericht an Erkenntniswert. Er ist weit mehr als die naive Erinnerung eines geschichtswissenschaftlichen Laien. Dennoch ist das Ergebnis keine historische Untersuchung, sondern ein subjektives, intim persönliches Zeugnis des Erlebten, das man nicht ohne Erschütterung und tiefes Mitgefühl lesen kann. Im Prager Verlag Academia erschien 2009 im 79. Lebensjahr seines Verfassers das umfangreiche Buch Vetschternat di Sam Vosvetimi mit 14 Jahren allein in Auschwitz, das mehrere Auflagen erlebte und in der Tschechischen Republik zu einem großen Erfolg wurde. Von Anfang an war es Radils dringender Wunsch, nicht allein zu seinen Landsleuten zu sprechen, sondern seine Erinnerungen auch dem deutschsprachigen Publikum zugänglich zu machen. Er verfolgte diesen Wunsch indes nicht ohne Bedenken, weil inzwischen eine Fülle von Auschwitz-Literatur sowohl geschichtswissenschaftlicher als auch autobiografischer Provenienz vorlag und er sich überhaupt nicht sicher war, ob dieses reichhaltige Angebot seinem eigenen Buch überhaupt noch eine Chance lassen würde. Verschiedene seiner Freunde und Kollegen aber, die die Einzigartigkeit des Radil-Textes empfanden, bestärkten und unterstützten ihn, nicht zuletzt beim Überwinden von finanziellen Hindernissen. Unter den Persönlichkeiten, die der deutschen Ausgabe den Weg bahnten, sei hier besonders Professor Dr. Břetislav Friedrich erwähnt, einer der führenden Physikochemiker unserer Zeit, der nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in Deutschland und in den Vereinigten Staaten einflussreiche Forscherpositionen bekleidete. Ihm ist es zu danken, dass ich mit der Arbeit an der deutschen Übersetzung betraut wurde. Normalerweise wäre ich als Wissenschaftshistoriker mit einer Aufgabe dieser Art kaum konfrontiert worden. Professor Friedrich aber, der mir diese Arbeit mehr zutraute als ich mir selbst, führte mich behutsam und schrittweise an dieses Projekt heran und stärkte mein Selbstvertrauen, sodass mit der Übersetzung und ihr am Ende auch, meine eigenen Kompetenzen wuchsen.
Für die deutsche Ausgabe hatte Professor Radil sein Buch noch einmal gründlich überarbeitet. Die Version, die er nun zur Verfügung stellte, war gegenüber dem tschechischen Original moderat gekürzt, und zwar auf Kosten jener Abschnitte, die näher auf das jüdische Leben in Parkan in der Zeit vor der Deportation eingingen. Doch auch der zur Übersetzung beibehaltene Text weist in sich zahlreiche wohlüberlegte Änderungen auf, die ich mit größter Hochachtung vor Radils darin ausgedrücktem Feingefühl wahrgenommen habe. Ihn besorgte, dass er seine deutsche Leserschaft zu hart angehen und bei ihr womöglich den Eindruck erwecken könnte, er hege Rachegedanken gegen das deutsche Volk. Bis in die subtilsten Details hinein feilte er an den Formulierungen, um auch die geringste Gefahr eines solchen Missverständnisses auszuschließen. Eine der Linien, die Radil in seinen vorhergehenden Holocaust-Forschungen verfolgt hatte, betraf die Möglichkeit von Vergebung und Versöhnung. Ich vermute, dass diese Gedankenlinie einen Ausdruck in der bewundernswerten Sorgfalt gefunden hat, die Radil der Bearbeitung seines Manuskripts für die deutsche Übersetzung widmete. So ist die strikte Abgrenzung zwischen der bitteren Anklage, die Radils Buch gegen den Hitlerfaschismus erhebt, und der aufklärerisch zugewandten Haltung gegenüber den deutschen Leserinnen und Lesern nicht nur der übergreifende Leitgedanke des Textes, sondern lässt sich Zeile für Zeile nachvollziehen. Beim Übersetzen war mir dieser kategorische Imperativ Radils jederzeit gegenwärtig. Und ich habe mich sehr bemüht, ihnen mit Achtsamkeit gerecht zu werden. Wo meine sprachlichen Kompetenzen an ihre Grenzen stießen, da sorgte der Verleger Dr. Christoph Haker, der Leiter des Arco-Verlages Wuppertal und Wien, für den Feinschliff, in dem er erfahrene Kenner beider Sprachen zum Lektorieren und Redigieren heranzog. Wie wichtig gerade bei einer solchen Übersetzung Milieukenntnis ist, um den richtigen Ton zu treffen, hat mich die fortlaufende kritische Durchsicht gelehrt, mit der die in Rehfelde bei Berlin ansässige Historikerin Dr. Erika Schwarz den ganzen Arbeitsprozess Abschnitt für Abschnitt und Kapitel für Kapitel solidarisch begleitete. Vor dem Hintergrund eigener umfangreicher Auschwitz-Forschungen bemerkte sie intuitiv, wenn ich einen unangemessenen Ausdruck verwendet hatte. Hier ein eher unscheinbares, aber sehr instruktives Beispiel. Für das Überleben des Häftlings Tom war zuletzt entscheidend, dass er vermeiden konnte, kurz vor der Befreiung des Lagers in einen der Todesmärsche eingereiht zu werden, indem er mit der von den Häftlingsärzten sorgfältig aufrechterhaltenen Fehldiagnose Diphtherie in eine Isolierstation des Stammlagers Auschwitz eingewiesen wurde. Radil benutzte dafür das Substantiv Nemocnice, das im Tschechischen allgemein für Krankenhaus steht. Ich hatte, ohne innezuhalten, auch die gängige Übersetzung verwendet. Dr. Schwarz machte mich darauf aufmerksam, dass die Benutzung des Wortes Krankenhaus in einem deutschen Text in diesem Zusammenhang spontan ein beschönigendes und damit historisch falsches Bild vom Niveau der medizinischen Versorgung der Häftlinge in Auschwitz produziere und dass man allenfalls Krankenbau, besser noch Revier, schreiben könne. So bewahrte mich kollegiale Hilfe, für die ich Dr. Schwarz dankbar verbunden bin, vor einem peinlichen Übersetzungsfehler. Die Auswahl des Titels der deutschen Ausgabe geht auf Dr. Haker zurück. Ein bloßer Sachtitel mit 13 in Auschwitz oder so ähnlich erschien ihm für den Erfolg der Edition nicht hinreichend. Er suchte nach einer Formulierung, die unter die Haut geht und Signalwirkung hat. Bei allen, die mit der Edition zu tun hatten, wurde mehrere Wochen lang kollektiv nach einer solchen Titelzeile gesucht. Zahlreiche Varianten wurden erwogen und wieder verworfen. Der Buchtext wurde wieder und wieder durchgegangen, bis Dr. Haker an einer unscheinbaren Stelle an der Wendung »Ein bisschen Leben vor diesem Sterben« hängen blieb.
Als Titel ist sie nicht von außen hinzugefügt, sondern entstammt dem Textkorpus selbst. Obendrein ist sie die kaum überbietbare sprachliche Quintessenz dessen, was Auschwitz-Birkenau für die dort eingekerkerten Häftlinge bedeutete. So war das Buch im Vorfrühling 2020, dem 90. Lebensjahr seines Verfassers, bereit, auf der Leipziger Buchmesse dem deutschsprachigen Publikum präsentiert zu werden. Es war ein würdiger Anlass. 2020 jährte sich die Befreiung von Auschwitz zum 75. Mal. Ein würdiger Ort, den Dr. Haker für die Vorstellung ausgewählt hatte. Am 14. März um 17 Uhr sollte das Buch im Rahmen des mehrtägigen Programms Jüdische Lebenswelten – Brücken gegen das Vergessen vorgestellt werden. Und zwar im Arjowitsch-Haus, einem Kultur- und Begegnungszentrum, das 2007 von jüdischen, christlichen und nicht konfessionellen Leipziger Bürgerinnen und Bürgern mit dem Ziel gegründet worden war, Juden und Nichtjuden zusammenzubringen. Professor Radiels Reise nach Leipzig war vorbereitet worden. Dr. Haker sollte moderieren und auch ich sollte dort zu Fragen der Übersetzung Rede und Antwort stehen. In letzter Minute wurde das ganze Vorhaben ein Opfer höherer Gewalt. Angesichts der rasch anschwellenden Corona-Pandemie entschloss sich die Messeleitung, die ganze Buchmesse abzusagen. Im 2021 galten die pandemiebedingten Restriktionen immer noch. Damit war die Chance einer persönlichen Begegnung Tomasz Radiels mit seinem deutschsprachigen Publikum unwiederbringlich verloren. Denn am 8. August 2021 schloss er für immer die Augen. Aber trotz des Leipziger Missgeschicks war ihm das Gelingen der deutschen Edition eine besondere Geburtstagsfreude an seinem 90. Meine Gratulation beantwortete er mit der folgenden, hier aus dem Tschechischen übersetzten Mail. Es waren zugleich seine letzten direkt an mich gerichteten Worte. Verehrter und lieber Herr Kollege, Ihr Brief hat mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe bei der Publikation unseres Buches. Ich hoffe, dass das erschienene Buch auf die Leser einen in weitem Sinne positiven Einfluss ausüben wird. Ich danke Ihnen und grüße Sie herzlich, Tomasz Radiel. Der Arco Verlag stellte, als die Nachricht von Tomasz Radiels Tod eintraf, Worte des Gedenkens auf seine Website. Sie sprechen auch mir aus dem Herzen und ich wüsste keine besseren, um diesen Vortrag zu beschließen. Auch sein persönlichstes Buch, das er uns und der Welt hinterlassen hat, verknüpft den bloßen Bericht mit heutiger Reflexion. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unser Autor Tomasz Radiel in uns gesetzt hat und dass er erleben durfte, wie sein Buch ein Echo in dem Land entfalten konnte, von dem vor mehr als 80 Jahren die Schrecknisse ihren Ausgang nahmen. Eröffnung eines Gesprächs, in dem seine gewichtige, auf Versöhnung und Menschlichkeit bedachte Stimme nun nicht mehr zu hören, aber zu lesen ist. Möge er nun in Frieden sein, erlöst von all dem Schweren.